Ja, herzlich willkommen zu meinem neuesten Video und heute, Leute, ihr habt es am Anfang schon gesehen, es ist soweit. Ich präsentiere euch meine Godzilla-Sammlung, / Kaiju-Sammlung. Und ja, endlich ist es soweit. Ich habe extra alles jetzt noch ein bisschen umgeräumt, ein bisschen für euch putzeblank ein bisschen geputzt. Nee, Schmarrn. Hab euch ein bisschen noch so jetzt hingeschickt, wie ich es will. Momentan mit Platzhalter und so weiter. Und ja, bin gespannt, was ihr dazu sagt. Es hat einiges zusammengekommen nach den, jetzt haben wir 2019, wann habe ich das euch das erste Mal präsentiert? 2018? 2017? 2017, ne? 2017. Juli 2017. Oder? Ja. 2 Jahre ist es her, wo ich das letzte Mal was gezeigt habe. Und da werdet ihr staunen, was alles dazugekommen ist. Hei, hei, hei. Und da werdet ihr auch sehen, in was mein Herz eigentlich fließt, weil... Oder mein Herz fließt, mein Geld fließt, mein Herz fließt. Oder wo meine Leidenschaft eigentlich steckt, weil diese Leidenschaft ist eigentlich, das ist untoppbar, weil das ist so das Herzstück. Es kommt immer wieder was Neues raus, wie zum Beispiel jetzt der 2019, der Gigantic-Godzilla, der neue Kong in der Fighting-Pose. Immer wieder was Geiles und das will ich unbedingt. Und da sage ich mir, ey komm, weißt was, verkaufst du das, wo nicht dein Herz so dran hängt? Und das merkt man einfach, wenn man was sammelt, wenn man endlich irgendwie... in einer Linie ist, wenn man was sammelt und man weiß, das ist das, was man will. Das ist das dann. Das ist das Ding. Nun gut. Also, habt viel Spaß und genießt das Video. So Leute, dann fangen wir mal an von meiner ganzen Godzilla Collection. Und wir fangen natürlich hier an. Und zwar bei der Mothra von X+. Ein richtig geiles Stück, da haben auch viele geschrieben, richtig schöne Figur. Wenn man denkt, dass es nur die 25 cm Variante ist, unglaublich. Ja, die steht momentan hier auf diesem Sockel. Darunter ist der Burning G, auch eine richtig, richtig coole Figur. 30 cm Variante, ihr seht schon den Schwanz, muss ich dann ein bisschen einknicken, damit er auch hier stehen kann. Dann haben wir hier den Yuji Sakai Godzilla von 92 war das, glaube ich, genau. Dann eine Funko-Godzilla-Figur. Dann die gute Godzilla-Maske vom lieben Adrian. Und darunter ist der Kong von Kong Skull Island, die Funko-Pop. Jo. Und ja, hier bei dem Burning G zum Beispiel, Leute, da... Boah, wie lange ich da gewartet habe, bis der gekommen ist bei dem einen Lieferanten. Und habe ich dann den gewechselt, weil das war mir dann einfach viel zu lange. Und ja, und hier kommen wir eigentlich zum einen der Highlights. Hier haben wir praktisch gesehen, ja, ihr seht schon, da ist immer noch der Karton mit Game of Thrones. Ich wusste halt nicht ganz genau, wohin damit. Bleibt es halt noch hier oben. Und da haben wir eigentlich eine der Highlight-Figuren von meiner Sammlung. Weil das ist die Figur, wo alles begonnen hat. Wenn wir mal hier drücken, wartet mal. Na, wo ist es denn? Jetzt nur noch das Licht irgendwie. Ah, jetzt. Ja. Eine der Highlight-Figuren, der SH Monster Arts 89er Godzilla-Figur, beweglich, Licht, Sound, Musik, alles. Richtig nice und ja, was will man mehr? So, dann kommen wir eigentlich dann auch schon zu Schätzen. Wie jeder Sammler weiß, die Kaiju Classics sind hiermit vertreten. Das sind alle, die ich habe. Darunter kommen noch gleich welche, aber hier sind die Godzilla-DVDs sortiert. Ich weiß gerade gar nicht, ob ich die wirklich auch jetzt nach Jahr sortiert habe. Na, Erscheinungsjahr von den Godzilla-Filmen. Und ja, hier übrigens der schlechteren Godzilla-Filme. Leck mich am Arsch. Gut, als Kind hätte ich ihn wahrscheinlich gefeiert. Aber jetzt, meine Herren. Wir haben halt hier die ganzen Kaiju-Classics, wie sie jeder kennt, ne? Hier, zum Beispiel die Rückkehr des King Kong. Hier eines der neuesten Godzilla und die Urweltraupen. Da ist noch die Folie oben, weil ich euch den ja eigentlich noch präsentieren will. Und hier zum Beispiel, wie schaut es bei euch aus? Ich habe zum Beispiel schon so das bei mir, die angefangen haben zu rosten. Ihr seht es hier. Den habe ich ein bisschen behandeln müssen, es wäre noch schlimmer gewesen. Da sieht man hier leider schon so ein Fleck und alles. Sieht halt echt schon ramponiert aus, das Teil.
Gerostet ohne Ende. Wie sieht's bei euch aus? Haben die auch angefangen zu rosten oder so? Die Ersteren, schreibt's mir doch mal in die Kommentare. Dann haben wir halt hier diese berüchtigte Box, die auch immer so teuer begehrt war von den Marketingscheiben. Und jetzt haben wir eigentlich die Hälfte der Filme in der guten Qualität. Die andere Hälfte brauchen wir unbedingt auch noch in der geilen Qualität. Dann haben wir hier noch so eine Art, was war das? War das ein Manga? Ich weiß gerade gar nicht, ich muss selber nochmal schauen. Ja, das war so eine Art Manga. Anscheinend zu Godzilla. Ja. Habe ich mal gekauft. Ewig alt. Keine Ahnung. Oh, jetzt kriege ich es nicht mehr rein, Leute. Alter. Ewig alt. Ich weiß gar nicht, wie lange ich das habe. eBay-Zeiten war das. Frühere eBay-Zeiten. Lasst es so vor 2004 gewesen sein. 2005, wo ich das gekauft habe. Dann haben wir hier weitere Kaiju Classics. Hier ist auch noch schwer befallen. Frankenstein, der Schreck mit dem Affengesicht. Ihr seht es hier. Hat's Rosten angefangen. Sogar schon Zweikampf der Giganten hat ganz leichte Flecken. Ich weiß nicht, ob ihr das jetzt in der Kamera sieht. Und ja, am schlimmsten hat es noch U2000. Den habe ich sogar so gekauft bekommen. Na, seht ihr das? Ja. Und ja, ihr kennt es ja, die Kaiju Classics, sehr begehrt. Hier haben wir noch Varan. Daimajin habe ich noch nie angeschaut. Ich weiß nicht, ob der was Gutes ist. Giganten der Vorzeit. Hier die Mothra-Trilogie auf DVD im Digipack. Dann noch Monster des Grauens greifen an. Welcher ein bisschen Godzilla's Todesmaschine, Gabba, Mördersaurier, der letzte Dinosaurier und King Kong lebt. Dann haben wir hier kleine Dioramen. Das war auch so ein bisschen der Start. Das habe ich mir bei eBay mal erstiegen. Oder ersteigert. Fand ich ganz witzig, weil die sind auch von der Qualität, wenn ihr mal ranschaut. Grüße gehen raus an Petri Heil, Servus Filmangler. Sind schon richtig detailgetreu. Diese kleinen Dinge, aber auch schweineteuer. Also da gibt es selten, da kannst du schon 30, 50 Euro manchmal zahlen für solche kleinen Dinger. Wenn du unbedingt alle willst, weil manche sind da selten. Dann haben wir hier noch so eine Art, ja, eine Tannenbaum-Ding, kannst du aufhängen. Und da war irgendwo ein Knopf, hier. Na. Video habe ich ja gemacht, wisst ihr ja Bescheid. Schaut einfach mal in die Godzilla und Kaiju-Kategorie. Machen wir hier rüber wieder. Ja. Ist schon geil. So. Eine Etage tiefer sind schon die Blu-ray-Sektion, wie ihr schon ein bisschen sehen könnt. Hier ältere Godzilla-Filme auf Blu-ray. Die Rückkehr des King Kong. Monster, Frankensteins Monster jagen, Frankensteins Monster im Kampf gegen die Dauber, dann Frankensteins Höllenbrut, Frankenstein die Ungeheuer aus dem Meer, Frankensteins Kampf gegen die Teufelsmonster, da haben wir den King Kong aus den 70ern, dann Godzilla von Erbärmlich und Pacific Rim 3D. Dann haben wir hier Shin, den habe ich halt so schön hingestellt, weil da so eine kleine nette Figur dabei ist. Jo, und dann gehen wir eine Etage tiefer nochmal, da haben wir nochmal so eine kleine Neca-Figur. Da haben wir dieses abgrundgeile Buch. Das wollte ich immer aus der Bücherei, wie ich ein Kind war, haben. Wollte ich immer haben, weil es so geile Bilder hat. Oh, Godzilla, ja, geil, ne? Und dann bei eBay ersteigert. Ist auch schon älter, habe ich auch schon lange in der Sammlung. War auch, ich bin nicht mehr ganz sicher, 50 Euro damals gekauft. Ich bin nicht mehr sicher. Dann haben wir halt hier die Tin Box von Splendid, ne? Da ist das Digipack drin mit den ganzen Blu-rays von Splendid. Unbedingt mal das Video reinziehen von mir. Habe ich auch ein Video gemacht. Dann haben wir hier Gamera, die alte Box mit allen alten Teilen und die neue Trilogie, sogar auf Blu-ray. Und dann Gamera the Brave. Keine Ahnung, warum da keine Blu-ray vorhanden ist. Da ist sogar eine Münze dabei. Wer nochmal extra Videos haben will, kann ich gerne mal machen. Schreibt mir in die Kommentare, ob ich sowas machen soll, euch das mal zu präsentieren. Ja, das war praktisch gesehen die Vitrine mit den ganzen Filmen. Weil ich habe mir gedacht, komm, zu der Godzilla-Ecke gehören auch die ganzen Sachen und Filme. Und ja. So, gehen wir weiter. Da oben haben wir auch noch den Erbärmlich Godzilla einmal vom lieben Olli geschenkt bekommen. Hier seht ihr seht ja auch noch das Empire State Building mit VHS Edition von King Kong auf dem Olli. Vielen herzlichen Dank, Olli. Dann hier diese Sparbüchse. Da muss die Batterie leer, das funktioniert nicht, deswegen steht es da oben. Dann von Ban Bresto, ich bin nicht mehr ganz sicher. Ein Godzilla von Millennium. Godzilla Millennium von 99. Dann nochmal der Burning G Funko Pop und ein leuchtender Godzilla. Vielen Dank dafür, Adrian, auf jeden Fall auch nochmal. Vielen herzlichen Dank. Dann haben wir hier hinten noch eine kleine Neca-Figur von dem 54er Godzilla. Und hier seht ihr schon
Gorosaurus, Angilas und der Godzilla von... Oh, fuck. Der ist auf jeden Fall von Frankenstein und die Monster aus dem All. Ich kann aber das Jahr gerade nicht mehr sagen. Was, 65, 64? Ich bin nicht mehr ganz sicher. Leute, ich weiß es nicht mehr. Oder 67? Ich habe keine Ahnung mehr. Und das ist eine echt geile Figur. Und Angilas hat es mir angetan. Der sieht so gut aus. Und der ist auch geil. So. Noch eine Etage tiefer. Hier ist übrigens so ein alter Heizkörper. Und da habe ich das dann so hingestellt. Da habe ich so eigene Bretter gemacht. Ah, das war schon lange her. Richtig scheiße eigentlich gemacht. Richtig dumm gemacht. Naja. Ist auch schon länger da, wo ich es gemacht habe. Dann haben wir einmal hier Hedorah oder Hetrox oder wie man es ausspricht. Oder Smogmonster. Viele sagen, boah, cool, was ist das für ein hässliches Ding? Und du hast so viel Geld dafür ausgegeben. Es gehört nun mal zu Godzilla dazu. Es gibt auch geschissene, nicht so tolle Charakter von Marvel. Wollte ich nur mal gesagt haben. Und da hinten haben wir auch die begehrten Boxen. Einmal die Godzilla Final Wars Box und einmal die Godzilla Millennium Box mit jeweils den Figuren. Die bleiben auch so drin, werden ewig so drin bleiben. Zwar ist die Final Wars Box ein bisschen lediert. Ja komm, es ist von 2003 oder 2004 gewesen oder 5, ich bin nicht mehr ganz sicher. Und da habe ich sie mal oft auf und zu gemacht und die Filme angeschaut und ja, ne? So, dann gehen wir einen hier. Da seht ihr schon mal, wir gehen mal so zurück. Da haben wir zwei Poster. Einmal, wie schon, Frankenstein die Monster aus dem All. Und einmal mein Lieblingsfilm. Godzilla Duell der Megasaurier oder auch Godzilla vs. King Ghidorah. King Ghidorah, ne? Ja, dann haben wir hier einmal den den Mosura-Gochi aus Godzilla und die Urweltraupen in Gigantikform. Und die Rig-Variante, die steht hier so. Schaut ganz geil aus in der Kamera mit dem Licht, muss ich sagen. Dann haben wir hier den Gigantik, nicht Rig-Variante, es war einfach dann noch eine neue Variante mit blauen Dorsal Plates, so wie man es ausspricht, also Rückenfinnen. Der sieht dann auch nice aus, ne? Und dann natürlich mein letzteres Stück, was in die Sammlung gekommen ist. Der Gigantik 89 Godzilla. Ich liebe dieses Teil. Sieht mega aus. Na? Und dann haben wir hier so drei Vitrinen mit Figuren, die zeige ich euch gleich. Nicht wundern, hier ist ein leerer Platz. Da ist schon frei für den neuesten Kong-Figur. Die Fighting-Pose. Ich glaube nicht, dass ich die zusammen reinstelle, je nach Größe. Vielleicht du auch zusammen reinstelle, mal gucken. Und weiter unten ist nochmal Dragon Ball. Das wollte ich nochmal ansprechen. Weiter unten gehe ich nicht. Da ist nur einmal Dragon Ball als Platzhalter. Weil da muss ich jetzt nicht wechseln. Und sonst sind leere Dinger für kommende Figuren. Ihr seht schon lauter Kabelsalat da hinten. Und sonst, ja, ist noch ein bisschen Platz. Also kann ich wieder weitersammeln. Ne? Gut, wir machen die erste Vitrine auf. Die hier daneben. Und da haben wir die beiden Brüder, Gaira und Sander aus Frankenstein Zweikampf der Giganten. Das ist so meine teuerste Errungenschaft. Wollte ich nur mal anmerken. Also, diese beiden, da kannst du eigentlich ja schon eine Filmsammlung leisten. Also, jeder wird sich denken, die beiden da, ja, es ist ein Set, das es auch nicht so oft gab, glaube ich. Und das auch jetzt nicht mehr nachproduziert worden ist. Dieses Set ist jetzt auch älter. Ich weiß nicht mehr, wie alt das war. Jetzt könnt ihr mein Video schauen. Da stand eine Jahreszeit, glaube ich. Lasst es 2013 oder 14 gewesen oder 15, aber es ist schon älter und es kam nichts Neues raus. Nur noch, ich glaube, einzeln kam hier, glaube ich, noch eine raus. Oder dann jetzt die 25 cm Variante, die neuesten. Und ja, 30 cm ist noch nicht in Sicht. Natürlich, wenn jetzt wahrscheinlich 30 cm rauskommt, wird man die vielleicht wieder öfter sehen, aber ja. Dann haben wir ja auch ein altes Stück von meiner Sammlung, ein sehr, sehr altes Stück. Das habe ich schon seit Kindheitstagen, da war noch die D-Mark vorhanden. Damals auf dem Flohmarkt immer was mal verkauft und so von den Sachen. Und meine Mutter hat das damals irgendwie, da hatten wir so einen Comicladen mit Figuren. Das ist, glaube ich, von Movie Maniacs die Figur. Und da hat meine Mutter das Kind, schau mal, da gibt's sowas. Ne? Aber ja, ich wollte halt unbedingt diese Figur. Ne? Ich war schon immer drauf und dran und die sieht einfach mega geil aus. Wenn wir mal dran gehen hier. Schau dir das mal an. Mega. Also bei mir sieht es noch ein bisschen anders aus. Aber sieht mega aus. Und da habe ich es damals erspart von Flohmarktverkauf, ne? Und dann habe ich es mir gekauft.
Und hier die weiße Frau, also wie man halt sagt, ne, seine Geliebte, war lange Zeit verschollen bei mir hier. Ich habe sie nie wieder gefunden. Ich so, scheiße, scheiße. Und die ist anscheinend die Weimar, der Weimar auf dem Regal und ist wahrscheinlich runtergeplumpst und war hinter einem Schrank oder Schreibtisch und da habe ich sie wieder gefunden. Gott sei Dank. Leider den Karton habe ich nicht mehr. Ja, als Kind, da hat man nicht drauf geachtet, auf Verpackung. Ne? Und ja, da hinten haben wir noch das DVD-Steelbook von Peter Jacksons King Kong. Dann haben wir hier das Blu-ray-Steelbook. Dann haben wir hier den Schwarz-Weiß-Klassiker King Kong. Dann eine kleine Figur, so ein Teddybär als King Kong. Danke, Olli, nochmal vielen herzlichen Dank. Und dann haben wir hier von Veta. Und ich möchte unbedingt auch noch die eine Veta-Statue, weil die kostet sau viel Geld. Das wird aber erstmal hin verschoben. Dann haben wir hier den Godzilla von, oh, ich weiß nicht mal das Jahr, 93? 91? 63 meine ich, 62? Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall von Die Rückkehr des King Kong. Und da haben wir noch eine Sparbüchse. Ich weiß gar nicht, ob die noch funktioniert. Nee, Batterie ist leer. Klar, die ist leer. Da habe ich ja ein Video gemacht. Und da hinten haben wir noch das Gameboy-Spiel. Ist aber, glaube ich, gar nicht die deutsche Version. Ich weiß es nicht. Habe ich mir auch mal irgendwann noch mal besorgt bei eBay. Und es steht jetzt hier so in der Vitrine. Unten ist das Fach leer, deswegen gehen wir gleich wieder hoch. Jo, Alter, ich zerlauf gerade, Leute. Ihr wisst es gar nicht. Es tropft hier runter. Ich bin so am Schwitzen. Unglaublich. So, dann haben wir zu meiner vorletzte X... Ist das meine vorletzte oder war das die Frankenstein-Brille? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall eine Version, wo Emotionen geflossen sind in meinem Video. Und zwar von Godzillas Sohn, die Figuren. So schön. Wie gesagt, ich habe ja auch in meinem Video erzählt, da hat es geschneit, wie ich die Figur abgeholt habe. Und in dem Film schneit es halt auch. Und das ist pure Erinnerung. Diese Figur ist der Wahnsinn. Und ist auch wunderhübsch. Und jetzt habe ich die hier oben hingestellt. Hier war vorher der Freddy. Aber der ist woanders. Aber das seht ihr in einem anderen Video, wenn ich meine komplette Sammlung nochmal zeige. So, dann haben wir den Kong von Kong Skull Island. Richtig nice Figur mit dem Helikopter in der Hand. Hier ein Bild vom lieben Olli. Olli, hey, du darfst nichts mit mir schenken. Das kommt mir schon ein bisschen komisch vor. Nur als vielen Dank, Olli. Das ist auch schon länger her, oder? Das Bild. Das war, glaube ich, kurz nachdem ich bei dir war. Dann einmal Kong, Skull Island 3D Steelbook. Und ja, auch richtig nice Figur. Schaut einfach mal das Video an. Ich mag sie sehr. Dann haben wir hier Final Wars Godzilla und Godzilla Tokyo SOS mit der Narbe. Jetzt ist ja ein Yuji Sakai 2002er Godzilla rausgekommen, ohne Narbe. Der interessiert mich auch noch. Aber auch richtig coole Figuren. Danke an John hier auch nochmal für diese Figur, wo du dann eine Sammelbestellung gemacht hast. Richtig coole Figur. Und war auch gar nicht so teuer. Und ja, wieder hoch. Dragon Ball muss ich ja nicht zeigen, das seht ihr dann in einem anderen Video mal. So. Und da kommen wir eigentlich zum übelsten, nämlich wie sich dieser ganze Teufelskreis angefangen hat mit diesen teuren Figuren, und zwar der gute Kollege hier, der Titanosaurus. Mit dem hat alles angefangen. Einer hat angeboten, ja komm hier, Figurenverkauf, er macht viele, er haut raus. Dann haben wir halt so eine Art Deal gemacht, ne? Ich konnte so und so machen und so machen. Und dann konnte ich dann diese jede Menge Figuren bei ihm mir bestellen, und da war die erste die hier, und die war abgrundtief geil. Ich war sofort verliebt. Hatte erst nur, glaube ich, zwei oder drei in der Pipeline bei ihm, und dann wurden es, warte, lass mich mal zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ich glaube 9 Figuren waren es dann. 10, 9, irgendwie sowas. Krank. Ja, das war der Titanosaurus. Und warum die drei zusammenstehen, ist ganz klar, weil die gehören zu einem Film, und zwar Die Brut des Teufels. Praktisch gesehen der zweite Teil zu King Kong gegen Godzilla oder Godzilla gegen Mechagodzilla oder auch Mechagodzillas Terror, wie jetzt die originale Übersetzung heißt von dem Film. Auf jeden Fall sind da auch alle Figuren. Einmal der Titanosaurus, dann der Mechagodzilla, das Spektakel, wisst ihr ja noch, mit den Fingern, die abgebrochen sind. Und dann einmal dieser Godzilla hier. Alles in der 30 cm Variante. Die Rick-Variante, wo man den Arm wechseln kann, damit er diesen Kopf halten kann. Musste unbedingt sein. Und ja, dann haben wir hier freien Platz, wie ihr schon wisst. Und dann haben wir hier den 2014er mit ganz vielen Editionen. Blue Fans. Wartet mal,
schauen, ob ich das rausholen kann. 3D Steelbook hier, die kleine Figur vom Adrian, vielen herzlichen Dank. Dann hier Future Pack, dann Digibook und dahinter dem Comic ist noch ein. Ja, ich krieg's jetzt nicht raus, das Steelbook. Schaut einfach mal das Video an. Ist noch ein Steelbook von Saturn, das aber das gleiche Frontmotiv hat wie die anderen. Jo. Das ist meine Godzilla-Sammlung, meine Godzilla-Kaiju-Sammlung. Und ja, was soll ich sagen? Falls ihr euch noch erinnern könnt, das erste Mal meine Vorstellung von meiner Godzilla-Sammlung waren es zwei Vitrinen. Das Eckteil da. Jetzt sind es drei Vitrinen, aber nicht alle voll. Das ist belegt. Das ist belegt. Ja, ist ganz schön groß geworden. Und es war es noch nicht alles. 2019er Godzilla Incoming, weil ich euch präsentiert habe in den Godzilla News. Nun gut. Ein kleines Wort noch zum Ende und dann hoffentlich hat es euch gefallen. So Leute, das war's auch schon wieder mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen. Mir hat es so viel Spaß gemacht, jetzt euch das zu präsentieren auch. Ich wollte eigentlich noch was viel Besonderes mit diesem Video machen, aber ich habe mir jetzt gedacht, kommt, ihr wartet schon seit Jahren, muss man sagen. Ihr seht manchmal wieder einen Sneak Peek vielleicht von mir oder eine Sneak Premiere von irgendeinem Foto von meiner Sammlung. Ihr seht immer Figuren ins Haus kommen, aber wie schaut es denn jetzt so aus? Wo ist das genau? Und ja, noch eine kleine Anmerkung überhaupt. Dieser Bereich hier, wo ihr seht, ich habe das ja schon mal erklärt in einem Vlog, glaube ich. Dieser Bereich, wo ihr seht, hier war mal ein Schreibtisch. Und da ich an PC nicht mehr so extrem nutze, jetzt habe ich ja auch einen Laptop, den nutze ich mehr, auch für die Videos und alles. Und da ich einen PC nicht so sehr nutze und da auch schon sehr alt ist und Monitor und hast du nicht gesehen, alles plippelplammel, einfach kommt, machst du den weg und dann machst du hier dann diese Godzilla-Ecke, weil erstens mal konnte ich dann eine Vitrine mehr machen und zweitens konnte ich dann so über Eck gehen mit den ganzen Sachen, mit der Vitrine, mit diesem ja, Herd und dann konnte ich hier auch noch dieses Eckding machen. Das seht ihr jetzt nicht, das hier. Wollen wir mal, können wir das hier so rüber, das wird jetzt gleich knacksen bei euch ein bisschen. Hier seht ihr das so, zack, geht's rüber. Und dann ist hier das Ding. Sorry fürs Knacksen. Ja. Ja, hier war in jedem Fall der Schreibtisch und der PC wurde entfernt, außer der Rechner. Der ist jetzt noch hier, wo mein TV ist. Das werdet ihr dann mal in den kommenden Overview meiner Sammlung sehen. Da müsst ihr noch vielleicht ein kleines bisschen Geduld haben. Ich bin da noch ein bisschen dann hin und her, was wieder umordnen. Ich habe schon zum Beispiel wieder was Tolles gemacht, weil ich will irgendwie, ihr kennt es, ich weiß nicht, wer es kennt, man hat gerne seine Lieblinge im Blick. Auch wenn es echte Lieblinge sind, wie Kinder. Also jedenfalls, ihr wisst ja, was ich meine. Lieblinge im Blick oder man möchte Freude sehen. Und wenn ich dann immer so hocke oder liege oder keine Ahnung, Fernsehen, dann schaue ich so, ist der Blick hier und dann jetzt auch bei dem Regal. Und da ist was, was mir auch sehr gut gefällt. Und dann daneben ist auch wieder was, was mir sehr gut gefällt. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, machst du es so. Das ist aber ein anderes Thema, das gehört in einem anderen Video, bevor das Video zu lange ausartet. Ja. War jedenfalls der Schreibtisch und da ist jetzt meine Godzilla-Ecke. Ich hoffe, wie gesagt, nochmal, es hat euch wirklich gefallen. Es ist halt nun mal so, wie es jetzt ist. Ich bin verrückt geworden. Und das ist erst, jetzt haben wir 2019. Das ist jetzt erst, wir haben jetzt August sogar jetzt. August 2019 haben wir jetzt. Das sind jetzt, wir rechnen mal zurück, zweieinhalb bis fast drei Jahre. Also sagen wir mal zwei Jahre und ein Dreiviertel, sagen wir mal zweieinhalb Jahre, also zweieinhalb Jahre, wo ich diese extremen Figuren sammle. Und wenn wir denken, zweieinhalb Jahre ist schon einiges dazugekommen. Natürlich, manche sind wahrscheinlich noch extremer, aber ich pack's halt leider nicht. Ich sag euch ehrlich, hätte ich die finanziellen Möglichkeiten, ich würde kaufen, bis ich alles habe von Godzilla, was ich unbedingt will. Es gibt noch so vieles, ihr werdet das nicht glauben. Manche werden sagen vielleicht, ey gut, was ist jetzt der Unterschied? Da ist Godzilla. Der ist von einem anderen Jahrgang. Der hat eine andere Pose, da schaut er böse, da schaut er lieb. Ist nun mal so, wie jetzt der Kong auch rauskommt. Der eine Kong, den seht ihr jetzt hier nicht, normale Pose und jetzt der neue Kong, Fighting Pose. Das ist einfach geil, das ist geil. Nun gut, ich bin Wiederholungstäter. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Mal, haut rein. Ciao.